So, dann ja, jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema. Als Triathlet brauchst du auch eine vernünftige Ernährungsweise. Einfach alles zu essen macht ja keinen Sinn. Und ich habe schon ein bisschen flüstern hören, dass du nicht alles isst. Mhm. Was isst du denn nicht? Warte, ich muss dir erst noch eine Anekdote erzählen, die ist so geil. Ich weiß noch, ich habe dann damals in der Leistungssportzeit, habe ich am 1. Januar entschieden, ich esse keine Süßigkeiten mehr. So, okay. Ja. Konsequent, ne? Okay. Keine Cola, keine Süßigkeiten. Okay. Dann sind wir im März ins Trainingslager gefahren, mhm, nach Italien. Und dann lernen wir irgendwie am zweiten Tag des Trainingslagers, lernen wir einen Nationaltriathleten kennen aus der Nationalmannschaft, mhm, Gernot Rupp. Mhm. Und der hatte noch einen anderen Kumpel dabei, der war in der Sportförderkompanie zum Thema Biathlon. Die beiden Tiere haben zusammen trainiert, wir haben die am Strand beim Laufen getroffen morgens. So. Wir haben uns verabredet, am nächsten Tag trainieren wir zusammen. Und wir zwei Jungs, und dann haben wir uns am nächsten Tag getroffen, mit denen gelaufen, dann sind wir zu denen in die Unterkunft gekommen und in der Unterkunft lagen überall Schokolade rum. Überall Schokolade, Snickers, Mars, das Ganze, so überall. Und Cola und alles ungesunde Zeug. Ah, scheiße. Und ich sag, was ist das hier? Aha. Ja, das brauchen wir, wir verbrennen so viele Kalorien, wir schmeißen das da rein, wir müssen das haben. Alles klar, das war das Ende deiner gesunden meiner gesunden Ernährung in dem Jahr. Also 3 Monate hat es gerade mal gehalten. Okay. Und vor allen Dingen musste ich mir Sprüche reinziehen. Ne? Mein Kumpel, der dabei war, sagt, hör mal, du Schwachkopf hier, ey, ne? Die sind Nationalathleten in der Nationalmannschaft und die fressen das Zeug, dann kannst du das auch essen. Weißt du, was wir jetzt gleich machen müssen, die Zuschauer? Freunde, das ist kein Freifahrtschein. Die Jungs, die machen Triathlon. Die verbrauchen am Tag 3.000, 4.000, 5.000 Kalorien. Das heißt, die verheizen das tatsächlich, da kommt nichts an. Ja. Das läuft durch. Also wenn ihr keinen Triathlon machen solltet, dann könnt ihr gerne weiterhin gesund essen. Ja. Und es war spannend im Trainingslager, wenn wir da mit einer Gruppe waren, da wolltest du nicht bei uns am Tisch sitzen, weil es gab eine Pizza als Vorspeise, okay, und danach Pasta. Okay. Und wenn die dann irgendwie große Schalen auf den Tisch gestellt haben, dann musstest du gucken, dass du als erstes an der Schale dran warst, weil dann, die anderen haben nichts mehr gekriegt. Das war, Triathleten sind unnormal. Triathleten, also jedes Hotel, was All-Inclusive anbietet und ein Triathleten ist selber schuld. Selber schuld, leg drauf. Ja, da kommt, das passt wunderbar. Wir haben ja früher in der Anfangszeit, wo ich da Krafttraining gemacht habe, ich war sehr dünn. Ich konnte ja auch, ich habe das früher mal auch mal aufgeschrieben. Also gestern haben meine Kollegen immer gesagt, du Andreas, du darfst heute Abend wieder nach Hause gehen. Du musst nicht deinen ganzen Küchenbedarf bringen. Ich hatte eine Vespertasche dabei, mhm, da waren Unmengen Essen drin. Ich habe das auch gebraucht. Das heißt, auf dem Bau gearbeitet als Zimmermann. 10 Stunden jeden Tag und 5-mal in der Woche 2 Stunden Kraftsport. Wir hatten dann sonntags irgendwann in diesen, früher gab es eine Zeit lang, das war so, ich habe mal gesagt, so Frühstück, da konntest du morgens so einen Brunch machen. Ich habe gesagt, ihr dürft nur noch kommen, wenn ihr euch erstmal anmeldet. Dann zahlt ihr auf jeden Fall mehr als die anderen. Und wir müssen mindestens doppelt so viel Brötchen holen. Da waren Leute dabei. Also ich habe einen noch in Erinnerung, der hat zum Frühstück 14 Brötchen gegessen. Ja. 14, das war da völlig normal. Ist aber total krank, aber trotzdem war es geil. Ja. War eine geile Zeit. So, Ernährung. Ich esse nicht alles. Ich bin ein extremer Typ. Ich kann ganz schwer Mittelmaß. Ich kann entweder nur, krass, Vollgas oder parken. Ja? Schwarz oder weiß. Deswegen ist das schwierig bei so Sachen wie zum Beispiel Red Bull. Mhm. Ich habe eine Zeit lang jeden Tag Red Bull getrunken. Und dann gibt's nicht, dann kann ich nicht sagen, so, du trinkst jetzt nur noch einmal die Woche Red Bull. Du musst ganz aufhören, oder? Ich trinke gar nichts, Punkt. Okay. Oder ich trinke regelmäßig. Mhm. Und das ist bei vielen Sachen in meinem Leben so. Es gibt immer nur Attacke oder gar nicht. Und dann muss ich auch einfach konsequent dann sein. Dann, mhm, auch gar nicht und dann bin ich auch oft. Weißt du, was ich glaube, was da dahinter steckt? Es ist auch wirklich, die Entscheidung ist einfacher, entweder Vollgas, ja, oder gar nicht. Ja. Wenn du zwischendrin immer so, dann musst du doch immer rumeiern, mache ich es jetzt, mache ich es nicht. Du hast eine eindeutige Entscheidung, Schluss, ja, aus oder ja. 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 Ich habe vor, das sind jetzt mittlerweile 14, 15 Jahre her, habe ich ein Buch gelesen von Dr. Norman Walker. Der Typ ist irgendwie 114 Jahre alt geworden, keine Ahnung, ist mit 100 Jahren noch Fahrrad gefahren und hat halt Bücher über Ernährung geschrieben. Mhm. Und da gab es ein Buch über Fruchtsäfte und Gemüsesäfte, mhm, warum das wichtig ist. Und ja, schlussendlich nach dem Buch habe ich kein Fisch mehr gegessen, kein Fleisch mehr gegessen, keine Süßigkeiten mehr gegessen,
und keine Milchprodukte mehr und nichts, was über 65 Grad erhitzt war. Mhm. Das habe ich dann ziemlich genau 2 Wochen gemacht. Zu Hause mega Theater, weil ich konnte ja nichts mehr essen. Ne? Alltag war das. Ne? Und dann unterwegs, nur in Hotels. Wird schwierig, ne? Ich habe sofort Gewicht verloren. Ich habe innerhalb von 2 Wochen 2 Kilo verloren. Mhm. Und das siehst du bei mir auch direkt im Gesicht. Ja, du hast halt dann im Moment fast kein Protein mehr da drin. Ja, ja klar. So, und dann, ja, du läufst dann rum und suchst irgendwo im Hotelbuffet einen Apfel und eine Banane. Und dann bist du ja nicht fett. Nee. Also dann habe ich wieder alles hochgefahren, bis auf das mit dem Fleisch. Das Fleisch habe ich weggelassen, weil er sagt, Norman Walker sagt, wir haben kein Gebiss, was auf Fleisch ausgerichtet ist. Wenn du dir die Zähne anguckst, das ist kein Raubtiergebiss. Und wenn du dir Magen-Darm anguckst, der ist lang. Ja, wir sind auch nicht darauf ausgerichtet, dass wir Fleisch verdauen. Und ich habe damals gerne, wenn ich ein Steak bestellt habe, habe ich das Steak englisch bestellt, also in roh. Ach so, ne. Köstlich, köstlich. Ja, das ist nur angebraten, nicht mal rosa angebraten. Okay. Das ist, heute esse ich Sashimi und ich liebe Sashimi, weil es roh ist. Ne? Es ist so lecker. Also ich hole mir mein Protein im Schwerpunkt über Eier, es ist viele Eier, und über Sushi. Sushi oder eben Fisch, ne? Da hole ich mir mein Protein. Aber Fleisch habe ich seitdem nie wieder gegessen. Wie viele Jahre sind das zurück jetzt? Ja, 14, 15. 14, 15 Jahre schon. Krass. Und es gab nie das Verlangen danach. Das ist einfach im Kopf, so ein Hebel legst du um und sagst so, ab jetzt kein Fleisch mehr. Mhm. Ist aber auch nicht für mich eklig oder so. Wenn jemand eine Bockwurst isst oder so, ist alles gut, aber... Ich habe letztes Jahr mal kurzfristig einen Ausflug gemacht zu einem Vegetarier und habe auch gesagt, ich probiere es erst mal 14 Tage, weil ich bin Ernährungsberater. Die Leute fragen mich immer, ich sage, du, bevor ich jetzt hier große Statements abgebe, probiere ich es selber mal aus. Dann habe ich aus 2 Wochen, dann 3 Wochen, dann wurden 4 Wochen, dann 5 Wochen, dann 6 Wochen. Zum Schluss waren es 3,5 Monate. Kein Fleisch ging. Es geht alles. Das ist ja nur es ist im Endeffekt ja nur eine Kopfsache. Aber es kam irgendwann der Tag, wo ich so richtig leer war. Ich habe auch in der Zeit über 3 Kilo abgenommen. War auch im Krafttraining immer ganz so stark. Und das war vielleicht mit ein Grund, aber irgendwann kam der Tag, wo ich gedacht habe, weißt du was, für ein Stück Fleisch habe ich einmal wieder Fleisch gegessen. Am nächsten Tag habe ich gesagt, mache ich weiter? Nee, ich esse wieder Fleisch. Ja, alles, so gut. Ja. Alles gut. Aber ich esse nicht mehr so viel, wie ich vorher gegessen habe. Der Grund ist, Norm Walker sagt, der Körper braucht extrem lange, bis das Fleisch durch den Körper durch ist. Mhm. Währenddessen, während dieses Verdauungsvorgangs, zieht der Körper natürlich viel Energie. Ja. Und das war eigentlich der Punkt, zu sagen, ich brauche ein bisschen weniger Schlaf, ich habe über den Tag mehr Energie, ich fühle mich nicht so fertig. Wenn ich Sushi esse, diese Riesenportionen, ja, dann bin ich danach auch erstmal eine Stunde angeschlagen. Aber danach ist doch gut. Aber danach ist gut und dann hält das auch lange. Oder wenn ich morgens diese Mengen frühstücke, ja, dann stehe ich auch auf und dann bin ich erstmal pupsatt. Ja, klar. Aber nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, ist wieder gut. Normal, und dann hält das wirklich extrem lange an. Aber du isst, glaube ich, so wie ich es so bei dir gesehen habe, auch nicht so viel Kohlenhydrate. Du bist, ja, das macht bei mir viel aus. Wenn du Fleisch isst und dann zu viel Kohlenhydrate dazu, dann hast du ein Problem. Ja. Weil dann bist du erstmal eine Stunde mindestens ausgenockt und dann geht es danach, nämlich nach einer Stunde los, und kriegst du wieder Heißhungerattacken. Das ist bei mir das Krasse, Fleisch und Nudeln, Kartoffeln zu viel, dann ist Feierabend. Das habe ich bei mir abgeschafft. Und dadurch, wenn ich jetzt ein 500 Gramm Fleisch esse, habe ich nach 2 Stunden wieder Hunger. Ja. Ja, dann geht's, aber weh ist halt Nudeln dabei oder Kartoffeln oder Reis. Dann funktioniert es nicht. Das ist eben dann mein Frühstück. Das normale Frühstück sind 5 Spiegeleier. Okay. Dann Lachs dazu, relativ viel Lachs. Also die Leute am Buffet gucken immer, wie viel nimmt denn der? Und das kommt jetzt nicht irgendwie aufs Brötchen oder so. Ich esse den Lachs zu den Eiern. Mach ich genauso. Und ich esse kein Brot dazu. Ja. Nee, Brot meide ich. Mhm. Also manchmal ist es so, dass ich sage, so jetzt nehme ich mal ein Stückchen Brot mit Marmelade oder so. Mhm. Aber normal 5 Eier mit Lachs. Dann nehme ich ein paar Tomaten dazu, Gurken dazu. Und dann gibt es... Wenn ich dann noch was reinkriege, dann hole ich mir noch eine Schale Joghurt. Da ist meistens, wenn du den Joghurt nimmst hier aus den Hotels, da ist meistens ein bisschen Zucker bei, ja. Aber das ist grundsätzlich... Ja, aber bei dem, was du sonst gegessen hast, macht das ja nichts aus. Nee. Also das ist etwas, wenn du das drin hast, das hält... Wenn ich um 7 Uhr frühstücke, habe ich frühestens um 3 Hunger. Wieder Hunger. Ja, du hast 5 Eier, in meinem Frühstück sind ja 4 Eier. Also keine 5, sondern 4, das jeden Morgen seit, glaube ich, 15 Jahren. Ist mir immer Omelette. Die Leute sagen schon, isst du was anderes? Nee, ich esse nichts anderes. Bei mir ist Omelette mit Tomaten drin, mit Paprika drin, mit Lauch drin.
So, und das ist tatsächlich so, lässt du das Brot komplett weg, das hat auch einen Hintergrund, warum so ist, weil dein Insulinspiegel fast nicht berührt. Dann hast du einen gleichbleibenden Insulinspiegel, das hält wirklich satt bis 3, 4, 5 Stunden später. Isst du aber 2 Marmeladebrote, dann bist du, wenn du 7 gegessen hast, dann stehst du 9 Uhr da dran und denkst, wo ist das nächste? Ja. Ich habe schon immer gedacht, dass ich viel Eier esse, aber 5 Eier, aber nicht jeden Tag, oder? Oh. Ja, Cholesterin war schon super wahrscheinlich, oder? Nee, Cholesterin war mal so, da musste ich mal einen Moment aufpassen, aber das ist, es ist ich habe mich da wirklich mit beschäftigt. Mhm, das ist nicht, das hat nichts mit dem Eier zu tun. Nee. Das hat was mit dem Körper eigen zu tun, was er damit tut. Wenn du halt das Cholesterin nicht verbrauchst, was produziert wird, dann hast du ein Problem. Ja. Also da haben wir auch noch ein ähnliches Essverhalten, außer dass du kein Fleisch isst. Mhm. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir noch die gleichen Eltern haben irgendwann. Nee. Aber das ist ja spannend. Wir sind gerade mal ein Jahr ungefähr auseinander. Ja. Das müssen wir noch klären, wer der Ältere ist. Gut. Also. Machen wir einen Wettbewerb. Wer ist der Ältere von uns beiden? Sucht euch raus. Genau. Und was kann man gewinnen? Ich glaube, du hast mehr Fans wie ich. Weiß nicht, vielleicht den Kürzeren. Nein. Du hast doch ein neues Buch, oder? Stimmt. Ey, unglaublich. Ich wollte es jetzt sagen. Und komm mal, dann mach irgendwie dreimal dann dein Buch. Gibt es dreimal mein Buch, genau. Die, wo es richtig rausgefunden haben, die kriegen ein Buch. Und wenn wir schon davon reden, dann würde ich jetzt gerne einmal hier rübergreifen. Und dann habe ich da was. Du bist der Erste, der es kriegt. Ja, ich sehe es ja auch jetzt. Du bist der Erste, das Mr. T's Kitchen. Genau. So, da hat es auch ein paar Gerichte für dich dabei und dann habe ich noch ein bisschen was für dich reingeschrieben. Oh, wie schön. Das habe ich ja in der Insta-Story schon gesehen. Ja, aber du hast nicht gesehen, was ich geschrieben habe. Mit Widmung. Henry Ford Zitat, ja? Ja, er wusste es, ich wusste es, er weiß es sofort. Ich habe gedacht, das passt ganz gut von dem, was du machst und was du auf der Bühne oftmals dann überbringst. Ah, hier, guck mal hier. So, das ist direkt im Kochbuch, gibt schon mal Motivation. Und das war, das ist noch relativ frisch, 3 Jahre. Ja. 3 Jahre, Maschine. Sieht aber immer noch so aus. Maschine. Alles klar, guckst du mir in Ruhe an. Guckst du an und jetzt vielleicht auch noch einen kleinen Übergang dazu. Ich bin natürlich nur für den Inhalt zuständig, aber wir haben dann noch jemand, über den möchte ich mich gleich noch mit dir unterhalten, einen jungen Mann. 19? Der hat das gemacht. Das heißt, ich habe für den Inhalt gesorgt. Ja. So, und den kennst du auch. Das muss man überraschen, wer das ist. Ja, gerne. Gut, so, super. Also, denk dran, ne? 3 Stück davon haben wir jetzt gerade geklärt. Unten in den Kommentaren müsst ihr reinschreiben, wer von uns ist älter. So, 67er Jahrgang, 66er Jahre. Und nicht jetzt bei Google irgendwie. Nein. Ne? Andreas Riembacher, Geburtsdatum, Alter. Ne? Das gilt nicht. Ja? Das ist... Einfach mal optisch raten. Ja, optisch raten. Ich habe meine Haare Gott sei Dank getönt.